Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 Singleplayer Let's Play hier auf unserer wunderschönen Karte der Gold Crest Valley. Wir sind aktuell dabei, auf dem Feld 20 ein bisschen abzufahren, zu ernten und so weiter. Hier müssen wir aber erstmal als allererster Tagesordnungspunkt den New Holland Drescher abtanken. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich sogar schon wieder zurück zum Depot fahren müssen, weil einfach schon wieder sehr viel passiert ist in der letzten Folge. Auf jeden Fall abchecken. Würde mich sehr darüber freuen. Oder vielleicht habt ihr sie auch gesehen. Wir müssen auf jeden Fall in der heutigen Folge einiges noch abtransportieren von den Feldern. Es wird wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel werden noch. Ah, okay. Hat funktioniert. Was hier runterkommt, vermute ich jetzt mal, da wir jetzt erstmal ein paar Bahnen geschafft haben und dieses Feld einfach so riesig ist. Deswegen arbeite ich mittlerweile, wenn ich hier auf dem Feld bin, wirklich immer mit zwei Helfern, da dies eigentlich das Produktiveste ist, wie du hier arbeiten kannst. Und ja, wir müssen noch gucken, dass wir demnächst hier nicht vergessen, das Stroh einzusammeln. Das werde ich aber offscreen ein bisschen machen, weil ich eben so ein bisschen die Tätigkeit euch mal erspare, weil das haben wir, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich darüber schon mal kurz angedeutet, dass wir das in der letzten Folge, in den letzten Folgen, wo wir die Weizenernte gemacht haben, zu Genüge getan haben. Und da möchte ich euch jetzt nicht noch damit weiter auf die Qual spannen. Nee. Aber soll mal ein bisschen offscreen auch gearbeitet werden mit dem Stroh einsammeln. Aber das sollte ja kein Problem sein. Auch ein bisschen vielleicht nach oben zu verfrachten. Aber das kriege ich schon hin. So, habe ich für die Folie noch irgendwas? Ich überlege gerade, überlegen, überlegen, überlegen. Hatte ich irgendwelche Kommentare, die ich noch mit einbeziehen wollte? Da gab es, glaube ich, irgendwas. Muss ich mal gucken, 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 gucken. So. Aber ich finde das krass, wie der New Holland jetzt schon 0,6 Stunden drauf hat. Den haben wir doch erst vor ein paar Folgen gekauft gehabt, oder? So lange ist er noch gar nicht bei uns. 0, ja, wohl 0,6 Stunden. Ein bisschen was hat er auch schon gemacht. Ein bisschen was. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was hat er auf jeden Fall schon drauf. So, gehen wir einfach mal auf den Kommentar ein. Mach mal XXX Holz. XXL-Projekte allgemein, kann man auch mal drüber sprechen. Das gab es heute auch eine kleine Besprechung. XXX Holz. Also, ich sag mal generell zu den XXL-Projekten. Bei mir ist es aktuell schwer, am Freitag Zeit zu finden. Wie einige von den Livestream-Zuschauern wissen, ich komme Freitag immer relativ spät vom Fußball heim und danach noch einen Stream um 22 Uhr so anzuschmeißen, ist auch nicht immer das Optimale, um 22 Uhr dann zu sagen: Hey, komm, ich stream jetzt nochmal. 22 Uhr, weil dann geht es meistens so um 22:30 Uhr dann erst los und das ist einfach zu spät. Da lohnt es sich erstens nicht mehr anzufangen und es ist nicht so, ja, dass es funktioniert, aber es ist halt zeitlich einfach zu eng getaktet, dass es wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und wie es halt vorher funktioniert hat. Ist aktuell ein schwer und da kommt jetzt der Kommentar: Mach mal XXX Holz. Holz werden wir nur im Projekt, im Streaming-Projekt machen. Jeder darf mitspielen, weil die Server-Performance unter einem XXL-Projekt einfach sehr darunter leidet. Und es ist, glaube ich, auch relativ schwer zu koordinieren. Weil wir haben das ja im Jeder darf mitspielen-Projekt, machen wir so ein bisschen Holz. XXL kann man sagen. Da haben wir relativ viel Holzsachen. Und ja, es funktioniert da nicht wirklich. Also da liegen mal die Bäume quer und es sieht halt sehr, sehr chaotisch aus und es funktioniert auch nicht wirklich, weil die Server-Performance wirklich da sehr drunter leidet, sage ich mal. Finde ich ein wenig schade, aber ein guter Vorschlag, wurde auch schon öfters vorgeschlagen, muss ich sagen, XXX Holz, aber ist eher weniger so meins, muss ich dazu sagen.
Deine Videos sind echt gut, nur du redest zu viel für mich und wiederholst dich. Ich rede zu viel. Okay. Sind gut, du redest zu viel für mich und wiederholst dich. Gut, das Wiederholen, das stimmt. Das versuche ich aktuell auch ein bisschen so zu unterbinden, dass ich mich nicht so oft wiederhole. Aber das weiß ich auch, dass ich mich öfters mal wiederhole. Aber ich versuche es, wie gesagt, zu unterbinden aktuell, mich zu wiederholen. Aber das sollte irgendwann funktionieren, dass ich mich nicht mehr so oft wiederhole. Und ja, mal sehen, ob das irgendwann mal funktioniert. Und zu viel, ja gut, mit dem zu viel oder zu wenig. Es ist halt auch blöd, wenn man es ein Video macht und zu wenig redet. Wenn zum Beispiel das Video, Hälfte des Videos aus Stillschweigen besteht oder einfach mal komplett nichts sagt. Da gibt es ja auch, ich weiß jetzt nicht wer, aber ich habe, glaube ich, irgendwann mal wirklich ein Let's Play gesehen gehabt, wo zwar ein Streamer da ist. Oder nicht ein Streamer, ein Video war es, glaube ich, wo wirklich gespielt wurde und halt einfach total lange nichts gesagt wird. Dann sagt er irgendwann mal was, dann sagt er lange wieder nichts, dann sagt er irgendwann mal wieder was. Und sowas finde ich persönlich nicht schön, wenn einfach die ganze Zeit einfach Stillschweigen ist. Deswegen ist meine persönliche Ansicht, dass zu viel oder zu wenig. Gut, aber ist ein berechtigter Kommentar, gehe ich gerne drauf ein, mal auf die Kritik. Auch in Videos gehe ich da mittlerweile mal ein, weil, ja, man kann auch mal sowas in Videos einfach mal mit einbeziehen. Okay. Es wird auch geschrieben, wir haben uns in den letzten Folgen ein Windrad gekauft und da wird geschrieben, Windkraft lohnt sich nicht. Also, Windkraft lohnt sich nicht. Wir haben es jetzt mal gekauft. Aber ja, vielleicht rentiert sich's irgendwann. Also ich vermute, ja, jetzt rentiert sich's noch nicht. Aber mit der Zeit, was wir hier noch spielen werden, vermute ich mal, dass sich das wirklich noch rentieren wird. Weil es bietet eben wirklich die Möglichkeit, dass es 1500 Euro pro Stunde bringt und 1500 Euro pro Stunde, das ist schon mal relativ viel. Und am Tag, ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt halt heute mit dem Windrad schon gemacht? Betriebskosten, Einnahmen, Gebäude. 15.000 bis jetzt. Nach 10 Stunden. Heißt also, wir machen am Tag 30.000 plus nochmal 4 Stunden sind wir bei 4.000. Plus die 500 sind wir bei 6.000, also bei 36.000, was wir am Tag machen. Und mit 36.000 decke ich aktuell alle laufenden Kosten am Tag. Deswegen finde ich das persönlich schon mal relativ gut. Ich decke damit meine Betriebskosten. Die kompletten Betriebskosten spare ich mir damit. Und daher ist es schon relativ gut und akzeptabel mit dem Windrad. Und irgendwann, wenn sich das Ganze durchspielt, haben wir irgendwann vielleicht mal einen guten Profit gemacht mit dem Windrad und man kann sich ein zweites kaufen oder eben man investiert eben, was das Windkraftwerk an Einnahmen bringt, in weitere Geräte, wie zum Beispiel in neue Traktoren, zum Beispiel in mal einen. Ja, John Deere zum Beispiel oder in irgendwas anderes. Kann man ja alles irgendwann mal rein investieren. Und ich glaube schon, dass sich das nach einer Zeit rentieren wird. Aber gut, das ist halt ein anderes Thema. Kannst du wieder mehr LS-Videos machen? Mehr LS-Videos? Ja, jein. Also, wir machen ja aktuell ein LS-Video pro Tag. Gegebenenfalls kommt noch Multiplayer-Tour, was ja auch ein saumäßig geiles Projekt ist, wie ich immer finde. Wenn man so mit der Community oder eben mit anderen Leuten, die du wirklich vorher nicht kanntest oder noch nie mit denen gespielt hast, wenn du dann einfach mal random auf den Server joinst und vielleicht mit dem spielst, irgendwas machst, was du vorher noch nicht gemacht hast, ist immer wieder schön. Und ja, ist noch ein Thema, aber mehr Singleplayer-Videos oder
mehr Videos von LS relativ schwer umzusetzen, weil, wie gesagt, ich habe in der letzten Folge mal ein bisschen über meinen Upload geredet. Da ist es immer relativ schwer, die Videos dann eben wirklich alle hochzuladen. Aber ja, das sollte mal wieder hinbekommen. Auch so mit, also wirklich mal ein LS-Video Singleplayer und einmal Multiplayer-Tour. Sowas würde ich zwar nicht täglich hinbekommen, aber an verschiedenen Tagen könnte sowas wirklich funktionieren, dass da mehrere LS-Videos an einem Tag kommen. Aber das wird eben sich in nächster Zeit, sage ich mal, zeigen, wie das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil ich muss wirklich schauen, wie eben die Zeit immer ist. Zeit ist bei mir halt wirklich ein Thema. Und ja, mal schauen. Das, weil es gibt auch, ich werde auch öfters mal auf Instagram angeschrieben. Die Leute, die zum Beispiel auch Instagram haben und mir noch nicht gefolgt sind auf Instagram, könnt das gerne tun. KenkaHD einfach mal suchen oder auf Twitter auch mal KenkaHD. Könnt mir gerne dort auch eine Nachricht schreiben. Die beantworte ich auch immer relativ schnell. Normalerweise, sage ich mal. Und ja, dort habe ich ein bisschen was bekommen, dass ich ja mal wieder ein bisschen mehr streamen sollte oder beziehungsweise mal auch wieder ein paar mehr Videos machen sollte. Und ich schaue mal kurz nach, was da so ein bisschen war. Weil auf Instagram ist wirklich so öfters mal die Plattform, wo ich angeschrieben werde, zwecks Livestreams, wann ich mal wieder wegen was mache und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr mir da auch mal ein bisschen was, ein Follow heißt es, glaube ich, oder Abo? Ich glaube Follow oder Abo, ich weiß es gar nicht mehr, da mal vorbeischauen würdet. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf das Thema gerade gekommen bin, ich habe einen Faden verloren, verdammt. Gut, Faden verlieren ist nicht schön. Aber da gibt es auf jeden Fall einige Nachrichten, wie wann ich mal wieder streame oder. Ach nee, jetzt weiß ich den Faden wieder. Entschuldigung. Und zwar wurde ich da auch schon mal ein paar Mal angeschrieben. Ja, wie sieht's denn aus zeitlich? Willst du mal mitspielen? Hast du Zeit zum Spielen? Oder sonstiges. Mitspielen kann man bei mir ja in den XXL-Projekten jederzeit, wenn ich eben streame. Und zum Thema, das habe ich ja wie gesagt in irgendeiner Folge schon mal angesprochen gehabt, dass man in der Multiplayer-Tour mal was machen könnte, so ein Special-Event, ein Special-Tag, wo ich auf Instagram was poste, zum Beispiel, ja, erstellt man einen Server mit einem Hashtag, Hashtag KenkaArmy zum Beispiel, und ich join random dann auf euren Server drauf und nehme das Ganze eben dann mit auf für die Multiplayer-Tour. Sowas wäre noch möglich, zum Mitspielen oder zum Spielen generell. Und ja, da könnte man eventuell noch was machen in die Richtung. Da habe ich ja schon mal ein bisschen was erzählt drüber. Da möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Das war vor ein paar Folgen. Ich weiß nicht mehr, wann genau es war, aber ich habe darüber auf jeden Fall schon mal, ja, geredet gehabt. Deswegen lassen wir das Ganze jetzt mal weg und gucken weiter. Die Folge neigt sich auch schon fast wieder am Ende zu. Das ist so unglaublich, wie schnell die Zeit aktuell vorbeigeht, wenn du hier einfach die ganze Zeit durchredest. Das ist so unglaublich. Und wir haben noch nicht mal, ja, obwohl die Hälfte vom Feld könnten wir gegebenenfalls schon haben. Aber so viel ist das noch nicht, was wir geschafft haben in 2 Folgen. Aber das kriegen wir noch hin. Wir haben ja noch ein paar Folgen Zeit, bis der Mais eben dann kommt. Oder eben die Maisernte dann kommt. Ich möchte Mais dann auch so in einigen Folgen dann machen. Ich bin gespannt, wie lange das dann dauert, um vorzubereiten. Und eben, was für Maschinen wir uns dazu dann noch kaufen. Weil mit den Maschinen, was wir aktuell haben, das durchzuführen, ist ein bisschen, ja, kontraproduktiv, würde ich sagen. Weil später dann das Ganze eben abzukippen und eben dann
in die BGA hineinzukippen, würde nicht wirklich funktionieren. Deswegen muss ich da wirklich mal schauen, was wir uns an Fahrzeugen so ein bisschen kaufen werden. Aber ich würde sagen, das war's für die heutige Folge hier vom Landwirtschaftssimulator. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über einen Like und ein Abo von euch freuen. Wie gesagt, schaut auch mal auf Instagram und auf Twitter vorbei. Und dann sieht man sich morgen wieder um 13 Uhr zur gewohnten Uhrzeit. Bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.